Fischen ist mein Leben. Damit verdiene ich den Lebensunterhalt für die Familie. Um genug Fische fangen zu können, brauchte ich ein gutes Netz. Mit einem Mikrokredit konnte ich mir ein neues kaufen. In einigen Monaten werde ich die letzte Rate zurückbezahlt haben. Jetzt kann einer meiner Söhne auf die höhere Schule gehen. Der andere will mein Nachfolger werden. Wir schauen optimistisch in die Zukunft und bedanken uns bei allen, deren Unterstützung dies ermöglicht hat. RTV Kompakt liest sich heute folgendermaßen. Sachsen bereitet sich auf Flüchtlingskinder vor. Erzgebirge überzeugen in Minsk beim Fest der Axt. Und Sachsen gibt am meisten Geld für Kunst und Kultur aus. Und damit willkommen am Donnerstag. Tausende minderjährige Flüchtlinge kommen jedes Jahr nach Deutschland. Ab dem kommenden Jahr werden sie, genau wie Erwachsene, auf die Bundesländer aufgeteilt. Wie sich Sachsen auf ihre Unterbringung einstellt, darüber hat Sozialministerin Barbara Klepsch jetzt in Dresden informiert. Sachsen wird im kommenden Jahr rund 1500 minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, die allein nach Deutschland gekommen sind. Die Verteilung dann innerhalb unseres Freistaates wird genauso wie bei den Asylbewerberverfahren nach dem Einwohnerschlüssel erfolgen. Dazu haben sich die kommunalen Spitzenverbände auch verständigt. Also auch hier wird es eine dezentrale Entscheidung geben von den 1500 unbegleiteten Kinder und Jugendlichen. Erfolgt dann quasi die Verteilung entsprechend der Einwohnerzahl auf die Landkreise und kreisfreien Städte. Die erste Station der 12- bis 18-jährigen Flüchtlingskinder wird die Clearingstelle sein. Danach sollen sie in betreute Wohnprojekte untergebracht werden. Der Jugendliche kommt dort an, dann wird der Jugendliche in Augenschein genommen, dann wird das Alter festgestellt, dann wird die Herkunft richtig ermittelt, dann wird ermittelt, sind noch Angehörige innerhalb Deutschland. Also dort wird der Jugendliche, welche Sozialunterstützung braucht der Jugendliche? Braucht der Jugendliche auch möglicherweise psychologische Betreuung? Also diese Clearingstelle quasi stellt so ein Stück Konzept für den Jugendlichen auf. So, und man rechnet im Schnitt, wie gesagt, die Erfahrung zeigen das, dass dieses Verfahren so einen Monat bis zwei Monate dauert. Zuständig für Unterbringung und Betreuung sind die örtlichen Jugendämter. Das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden versorgt schon jetzt etwa 40 Flüchtlingskinder ohne Eltern, vor allem aus Pakistan, Afghanistan und Syrien. Ab kommenden Jahr werden es wohl um die 250 sein. Um die Kinder zu schützen, sollen sie nicht gefilmt werden. Abteilungsleiterin Pilz erklärt, auf was es ankommt. Die Traumatisierungen, die aus der Flucht vielleicht auch entstehen, kommen häufig auch erst später zutage, weil natürlich am Anfang erstmal, wenn sie ankommen, es wichtig sind, dass sie sicher sind, dass sie gesundheitlich erstmal grundversorgt sind und sie dann auch das Vertrauen entwickeln müssen, sich zu öffnen. Entgegen vieler Vorurteile möchte ich auch nochmal sagen, es sind motivierte junge Menschen, die was erreichen wollen, die Ziele haben, die Sprache ganz schnell wirklich lernen möchten. Die Sozialministerin sieht die Aufnahme der Flüchtlingskinder als Chance für Sachsen. Ich war in den Einrichtungen, die derzeit die Kinder und Jugendlichen bereits unterbringen. Dort sind mir Beispiele begegnet, die sowohl das Schicksal von Jugendlichen aufgezeigt haben, Schicksale, die sehr nachdenklich machen. Aber es ist auch ein Beispiel mir begegnet, wo ein junger Syrer sehr schnell die deutsche Sprache gelernt hat. Er sogar versucht hat, den Hauptschulabschluss zu meistern und sich dann gern auch hier in diese Gesellschaft einbringt. Der Freistaat schätzt die notwendigen Investitionen für die Unterbringung auf 60 Millionen Euro. Die Ausgaben will das Land komplett übernehmen und Landkreise und Städte auch bei den Mehrausgaben für Personal unterstützen. Schon bald könnte in Gornsdorf mit dem Grundschulneubau begonnen werden. Wie die Freie Presse berichtet, hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für den Rohbau vergeben. Den Zuschlag erhielt eine Firma aus Plauen. Die Baugrube wurde durch den Eigenbetrieb der Gemeinde bereits ausgehoben.
Zu den Straßen, die in diesem Sommer gebaut wurden, gehört die S273 in Albernau. Unter Vollsperrung wurde in den vergangenen Tagen die Fahrbahn der Bockauer Straße erneuert. Laut Plan soll die Sperrung bis Freitag dieser Woche dauern. Alte Familienrezepte für eine Bundesgenusskarte aus dem Erzgebirgskreis sucht die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten. Die NGG Dresden-Chemnitz hat für die Rezeptsammlung einen guten Grund. Die Genussgewerkschaft wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. In ihrem Jubiläumsjahr will sie die heimischen Lieblingsgerichte zusammen mit anderen regionalen Spezialitäten als Bundesgenusskarte und in einem NGG-Jubiläumskochbuch präsentieren. Egal woher das Rezept kommt, ob vom Zettel in der Küchenschublade oder aus dem alten Familienkochbuch vom Dachboden. Die NGG möchte wissen, was der Erzgebirgskreis der ältesten Gewerkschaft Deutschlands zum 150. serviert. Alle Zutaten und auch die Tricks, mit denen das Gericht am besten gelingt, sollten verraten und an die NGG Rezeptbox geschickt werden. hv.presse@ngg.net. Stichwort Rezept oder per Post an die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten, NGG Hauptstadtbüro, Luisenstraße 38 in 10117 Berlin. Rezeptannahmeschluss ist der 30. September 2015. Die Stadt Annaberg-Buchholz hat für öffentliche Flächen am Schutzteich, die zwischen Mariengasse, Pfarrgasse, Ernst-Roch-Straße und Lindenstraße liegen, ein Alkoholverbot in Kraft gesetzt. Anlass waren wiederholte Lärmbelästigungen, körperliche Auseinandersetzungen sowie Zerstörungen in diesem Bereich, bei denen auch Alkoholkonsum bei den Beteiligten eine Rolle spielte. Polizei und Stadt kontrollieren die Einhaltung des Alkoholverbots. Täglich sollen Streifen am Schutzteich durchgeführt werden. Bei Verstößen oder Zuwiderhandlungen können Platzverweise ausgesprochen und empfindliche Bußgelder verhängt werden. Die Geltungsdauer ist zunächst auf einen Monat sowie auf die Zeit dienstags bis sonntags von 14 bis 22 Uhr befristet. Danach wird über das weitere Vorgehen entschieden. Dietmar Lang und Ronny Tschirske haben als Glückauf-Team aus Annaberg-Buchholz in der Nähe der westsibirischen Stadt Tomsk die Jury beim Prasnik Topora, dem Fest der Axt, überzeugt. Zum Thema Märchen und Sagen hatten sie eine von zwei Skulpturen getragene Bank aus sibirischer Zeder gefertigt. Sie wählten dazu die Sage vom Zwergenkönig Oronomassan. Die achtköpfige Jury unter Leitung des in Russland sehr bekannten Bildhauers und Mitgliedes der Akademie der Künste Leonti Usow verlieh der Arbeit in der Kategorie Kreative Holzbildhauerei den zweiten Platz. Während des internationalen Symposiums kam es zu vielen interessanten Begegnungen. Dabei überreichten Dietmar Lang und Ronny Tschirske im Gespräch mit Gouverneur Sergei Aschwatschkin als Gastgeschenk des Landrates Frank Vogel einen hölzernen kleinen Pikus. Der FC Erzgebirge Aue hat am Mittwochabend sein Heimspiel gegen den VfR Aalen gewonnen. Das einzige und damit entscheidende Tor schoss Louis Samson in der 30. Minute. Das Spiel sahen 8000 Zuschauer. Nach 5 Spieltagen stehen die Veilchen mit 10 Punkten auf Tabellenplatz 3. Ohne Punkte kehrte der EHV Aue am Mittwoch von einem Auswärtsspiel heim. Bei der TSG Friesenheim wurde mit 20:22 verloren. Die nächsten Spiele: Der FCE muss am Sonnabend, 29.08. 14 Uhr, beim Aufsteiger Würzburger Kickers ran. Und der EHV Aue empfängt am 6. September den ASV Hamm Westfalen. Viele Eltern werden es kennen: Weihnachten wird ein Modellbausatz verschenkt und der Papa sitzt dann mit dem Sohn während der gesamten Feiertage über der Vervollkommnung des Modells. Darunter sind aber auch viele sehenswerte Objekte. Und irgendwer muss die ja erstmal konstruieren. Unsere Wochenserie. In der Galerie der anderen Art im Auer Rathaus zeigt eine kleine Sonderausstellung derzeit Werke von Axel Dietz. Für uns Anlass, den Grafiker, Maler und Designer aus Aue vorzustellen. Die aktuelle Ausstellung von Axel Dietz in seiner Heimatstadt erfährt laut Andrea Wagner von der Galerie der anderen Art eine positive Resonanz. Im Gästebuch steht dieser Eintrag, den Axel Dietz vorher nicht gelesen hatte. Hallo Axel,
Es war schön, wieder deine so detailgetreuen Zeichnungen zu bewundern. Deine Schüler aus der AG Modellbau 1977 bis 1979. Ja, das stimmt. Ich hatte damals eine Arbeitsgemeinschaft geleitet. Da haben wir naturgetreue Modelle gebastelt, im Maßstab 1:16. Und zwar aus Konservendosenblech und Eisenbahnschienen. Da hat jeder in der AG so sein eigenes Modell dann gebaut. Ich habe die Konstruktion gemacht und das Modell vorgebaut. Das war eine sehr schöne Sache. Diese AG hat später jemand anders übernommen, weil ich dann mehr in die Malerei abgedriftet bin. Zum Modellbau ist Axel Dietz aber 1984 sogar von Berufswegen zurückgekehrt. In den 80er Jahren, 70er Jahren schon, und war DDR-Meister. Da kam eine Firma auf mich zu, das war Plastika Zschopau. Und die Firma fragte, ob ich für sie Flugzeugmodelle konstruieren könnte. Und das habe ich ab 1984 gemacht. Ja, das ging bis zur Wende. Die Firma ging dann pleite praktisch. Und nach der Wende hat mich dann die Firma Revell angeschrieben. Und seitdem habe ich für Revell gearbeitet, bis zum Rentenalter. Und da kamen sehr viele Sachen von mir raus, wurden auch Beste des Jahres in Nürnberg zur Spielzeugmesse. Und vor ein paar Jahren kam wieder eine Firma zu mir. Das war die Werkzeugfirma, die damals für Plastika Zschopau die Werkzeuge herstellte. Das ist die Firma Reifra in Annaberg. Und diese Firma ist selbstständig und für die arbeite ich schon seit circa 4 Jahren und konstruiere auch wieder Flugzeugbausätze. Morgen sind wir ein letztes Mal in der Axel-Dietz-Ausstellung in der Galerie der anderen Art in Aue. Ausgestellt werden übrigens Arbeiten in Acryl, Öl sowie Schwarz-Weiß-Zeichnungen vom Erzgebirge. Themen sind Eisenbahnen, Seefahrt, Tiere und Flugzeuge. Ja, und jetzt wollen wir unserem Bildungsauftrag wieder gerecht werden. Kunst und Kultur ist im Erzgebirge stets in aller Munde und das kostet Geld. Viel Geld. Nur mit Unterstützung und Förderung sind viele kulturelle Projekte umsetzbar. Das, denke ich, haben Sie schon gewusst. Aber wussten Sie auch das hier? Wussten Sie, dass der Freistaat Sachsen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nach wie vor pro Einwohner das meiste Geld zur Förderung von Kunst und Kultur ausgibt? Laut jüngst veröffentlichtem Kulturfinanzbericht der Bundesrepublik flossen im Freistaat im Jahr 2011 aus staatlichen und kommunalen Quellen insgesamt 666,9 Millionen Euro in die Förderung von Kunst und Kultur. Das sind pro Einwohner 164,50 Euro und damit die höchsten Pro-Kopf-Ausgaben für diesen Zweck in einem Flächenland. Nur Berlin als Stadtstaat fördert mit noch mehr Mitteln. Wie reimte einst Wilhelm Busch, oft trifft man wen, der Bilder malt, viel seltener wen, der sie bezahlt. Und wie immer habe ich noch einige Veranstaltungstipps für Sie. In der alten Brauerei Annaberg fällt am Samstag wieder ein wilder musikalischer Haufen aus Frankreich ein und schüttelt den Tänzer durch und durch. Ab 21 Uhr wirbelt La Casa Bancala aus Nancy mit einer Mixtur aus Pop, Chanson, Rock, Hip-Hop und Latino-Sound, so einiges durcheinander. 2001 gegründet, mauserten sich die 7 Jungs zu einer wahren Bühnentruppe, vor der alles tanzt, was Beine hat und die man auch ohne Probleme als Antidepressivum verschreiben könnte. Am 4. September zwischen 9 und 17 Uhr besteht erneut die Möglichkeit, über Sorgen und Probleme mit dem Landtagsabgeordneten Alexander Kraus zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Zur optimalen Zeitplanung der Bürgersprechstunde wird um Terminvereinbarung unter 03774-869-394 gebeten. Das Bürgerbüro befindet sich in der oberen Schlossstraße 11 in Schwarzenberg.
Künstler beleben in Tschechien verlassene Dörfer. Das Land-and-Art-Treffen in der verlassenen Siedlung Königsmühle beim Keilberg-Grenzort Hai-Stolznein geht in die vierte Runde. Vom 28. bis 30. August treffen sich dort deutsche und tschechische Künstler. Mit Kunstinstallationen, Musik, Theater und Workshops gehen sie der Geschichte des Dorfes auf den Grund. Balsam für die Seele und herzerfrischendes Kopfkino verspricht die Lauschnacht mit Vicente Patis and Friends am Samstag auf der Waldbühne Schwarzenberg. Um die Veranstaltung durchführen zu können, machen sich laut Stadtverwaltung Schwarzenberg einige verkehrsrechtliche Änderungen notwendig. Über diese informieren wir Sie auf kabeljournal.de unter aktuelle Meldungen Suchwort Lauschnacht. Ja, Feierabend bei RTV Kompakt, aber nur was diese Sendung anbelangt. Unter kabeljournal.de halten wir Sie weiter auf dem Laufenden. In den Tagesbildern mit dem Wetter sehen Sie gleich noch eine Strohpresse. Und wenn Sie wollen, sehen wir uns am Wochenende wieder, 20 Uhr bei RTV Woche. Morgen bringt Sie mein Kollege Philipp Templin auf den neuesten Stand der Dinge. Da darf ich mal frei haben. Also schalten Sie wieder ein, wenn Sie mögen. Bis Samstag. Glück auf.